Oh, ich habe ihn erwischt mit dem. Oh, wie geil. Nein. Oh, shit, Alter. Was ist da los? Oh, ich habe ihm diesen Saft genau vor die Fresse geworfen. Geil. Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Wir sind wieder in Crash Team Racing unterwegs im Gletscherpark und ja, werden jetzt die nächste Rennen fahren und gucken, ob wir dann auf einen weiteren Boss treffen. Ja, lasst euch überraschen, ich tue es auf jeden Fall, wir sehen uns gleich. Ja gut, Blizzard Bluff, da wollen wir mal gucken. Ah, kein Powerstart. Oh, das macht nichts. Muss jetzt erstmal wieder klarkommen, wie das mal geht. Jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Denn ich weiß nicht, ob man es hören kann jetzt in der Aufnahme, aber ich bin ein bisschen erkältet gerade. Und, oh shit. Und, ja, ein bisschen, Halsschmerzen und so und ja. Trotzdem will ich natürlich eine weitere Aufnahme machen. Und ja, moin, läuft. Sauber. Sehr gut. So, na, verdammt, Boost hat nicht ganz geklappt. Aber ich muss sagen, es läuft an sich jetzt ein bisschen besser. Ich habe jetzt auch zwei Streams laufen gehabt mit Crash Bandicoot. Waren jetzt nicht so besucht. Vielleicht interessiert das Spiel nicht viele Leute oder so. Keine Ahnung. Ich finde es geil. Und die paar, die da waren, die haben auch direkt mitgespielt. Freut mich. Grüße gerne an dieser Stelle auf jeden Fall raus an Julian und an Susan. So. Und vielleicht spielt man ja bald mal wieder ein Ründchen. So. Ja, läuft eigentlich ganz gut gerade. Erste Runde. Oh, das war knapp. Ja, erste Runde mit Abstand, sage ich jetzt mal, einfach gut gefahren. Was immer mehr. Drachenminen. Ja, die Map ist auch nice, die gefällt mir auch. Auch wenn ich immer Pech habe, am Ende vorm Ziel in dieser Max-Schwirt zu landen. Ah. Jawohl. Weg da! Nix bekommen, ja moin. Danke für den Schwung. Zwischen Ruhe. Boah. Oh. Boah. So knapp. Ah, ich glaube, die Maske, die hebe ich schon ein bisschen auf. Boah,
Nein, ich wollte gerade zünden. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er kriegt das Geschenk. Komm, komm, komm. Boah. Geht es noch knapper? Nein. Boah, heftig. Das war jetzt ein ganz knappes Ding. Kollege, du. Boah. Polarpass. Die sind wir auch schon mal im Stream gefahren. Die gefällt mir auch, die Strecke. Die ist auch geil. Na toll. Nein. Oh, ich slide an den Äpfeln vorbei, ey. Läuft wieder richtig. Ja, ey, was mache ich denn da? Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich jetzt auch noch selbst in die TNT-Kiste gefahren wäre. Nein, 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 oh. Boah, habe ich vor lauter Schreck schon auf die Taste gedrückt, um die Sicht zu ändern. Boah, das müssen wir mal tun, ey. Siebter Platz, ey. Jetzt wird Zeit, ey. Ja, das war doch gut. Nein! Okay, jetzt müssen wir jetzt mal Äpfel holen hier. Also Wumpa-Früchte. Ah, da war die TNT-Kiste, aber knapp. Oh. Boah, das war auch knapp. Nein! Boah, ist aber eine knappe Geschichte die ganze Zeit, ey. Die Strecke gefällt mir richtig gut, ey. Die ist echt geil, die Strecke. Bin ich schon im Stream gerne gefahren. Auch wenn ich da nicht verstanden habe, wieso Julian immer so schnell gewesen ist. Aber jetzt mittlerweile weiß ich das auch. Naja gut, da es gerade nicht so spannend ist, also wenn ihr mal Bock habt mitzuspielen, Crash Team Racing, live im Stream, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, dann kriegen wir das mit Sicherheit hin. Denn ich werde mit Sicherheit nochmal Crash Team Racing streamen in der nächsten Zeit, weil mir das Spiel einfach mega Spaß macht. Ja, oder auch so, wenn ihr so mal Bock habt mit mir zu zocken oder so, irgendwas, was weiß ich, GTA oder Call of Duty oder irgendwas oder so, dann schreibt mir einfach mal, das kriegen wir mit Sicherheit hin. Ja, und damit haben wir auch Rennen 3 beendet. Und ja. Mit mega Abstand gerade sehe ich gerade. 3 Minuten 20 und der nächste hat wie viel? Na komm. Alter, 3 Minuten 414 Sekunden Unterschied. Das ist schon eine Hausnummer. Ja man, kleine Arena sind wir im Stream auch gefahren und die finde ich richtig geil, die Strecke. Die hat übelst Laune gemacht. Aber die finde ich richtig nice, die macht richtig, richtig Fun.
Boah, sogar die Äpfel direkt gekriegt. Nice. Okay, hier bin ich ein bisschen zu nah an der Wand gefahren. Boah, auf der Strecke kann man so richtig abgehen, finde ich. Was haltet ihr denn eigentlich von Crash Team Racing? Findet ihr das Spiel gut oder findet ihr Mario Kart besser oder gleich oder... Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich feiere die Strecke, die ist richtig, richtig nice. Nein! Muss mal gucken, ob es hier auch irgendwo Abkürzungen gibt und so, ey. Ich glaube, da muss ich mal eine. Muss mal eine Session alleine machen, wo ich einfach nur mal die Karte fahre und mir die mal so ein bisschen angucke. Falls ihr irgendwelche Abkürzungen kennt oder so, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Also, gerade in der Strecke davor, da hat man ja gesehen, wie ich über diese Wand gesprungen bin. Ich meine, gut, man muss die Wand theoretisch nur umfahren, dann ist man auch direkt an der Stelle, aber das ist trotzdem eine kleine Abkürzung, wenn man schnell genug ist und drüber springen kann. Weil man dann halt schön auf dem Beschleunigungsstreifen landet und das ist natürlich schon ein Vorteil. Dein Ernst? Nein! Boah, Glück gehabt. Ich habe gut gelegt, die TNT-Kiste. Nein, drüber gesprungen. Verdammt. Dann holen wir uns die Kiste hier wieder. Zu früh gedrückt gerade. Mist. Was mache ich denn da? Warum da? Wir klauen einfach mal die Äpfel. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Hauptsache kein anderer kriegt die. Oh shit. Nein! Ey, das wäre jetzt gewesen, wenn man mich vom Ziel jetzt überholt hätte. Ey, das wäre jetzt die Krönung gewesen, ey. Alter, das war jedes Mal spannend heute, ey. Außer die eine Strecke, aber sonst war es immer eigentlich ziemlich knapp, ey. So, du hast alle anderen auf diesen Strecken besiegt. Tja. Nun wirst du sehen, warum sie mich am meisten fürchten. Ich werde gegen Oxheim fahren, nachdem ich dich plattgewalzt habe. Starten wir. Okay, oh, das Kart sieht ja mal krass aus. Alter, sieht das Kart krass aus. Okay, das nehmen wir jetzt noch nicht, das nehmen wir dann vielleicht im nächsten Teil, aber... Das sieht auf jeden Fall krass aus. So, okay, wir fahren mal rein und gucken mal, was uns erwartet. Okay.
Okay, schon wieder Drachenminen. Okay. Gucken wir, was der jetzt um sich schmeißt. Ah, TNT-Kisten, okay. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, wieso komme ich nicht in den Drift rein, Mann? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ihn hinter uns halten. Weil wenn man laufend so TNT-Kisten reinfährt, wäre natürlich auch scheiße. Allerdings höre ich den schon wieder hinter mir. Nein, ich habe die scheiß Kiste verfehlt. Nein, wieso? Oh, Mann. Oh, erwischt. Sehr geil, sehr geil. Nein! Oh, er legt sie mir genau vor die Nase immer. Oh, ich habe ihn erwischt mit dem. Oh, wie geil! Nein! Oh, shit, Alter, was ist da los? Oh, ich habe ihm diesen Saft genau vor die Fresse geworfen. Geil! Ah, seine Kisten explodieren sofort, alles klar. Nein! Das war so klar, ey. Scheiße. Das ist jetzt natürlich mies. Hab ich ihn erwischt? Oh, nice. Jetzt müssen wir uns aber hier beeilen, ey. Nein! Boah, das war auch. Ja, meine letzte Kurve habe ich ihn weggeballert. Ja! Du bist doch schneller als erwartet. Überrascht hast du mich. Hier ist ein Schlüssel für den Sieg. Doch du bist noch nicht schnell genug zum Fahren gegen Orkside. Wir werden unseren Planeten verlieren. Und das ist alles deine Schuld. Ja, Leute, das war's mit dem dritten Teil von Crash Team Racing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute waren nicht ganz so viele krasse Aktionen dabei. Ich weiß nicht, ob mir die Strecken einfach besser gelegen haben dieses Mal oder so. Keine Ahnung. Beim nächsten Mal wird es mit Sicherheit wieder krasser werden. Ich hoffe es zumindest. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.